Lateinisch Diarrhoe, Griechisch Diarrhoe, eigentlich gleich Durchfall, Durchfall. Diarrhoe ist Durchfall in Arztversion. Aha, wow, da war ich ja sogar richtig, oh mein Gott. Mein Gott, das war wie letztens, als ich angerufen habe bei der Arbeit. Ja, ist die Person XY da? Nein, die hat Sinusitis. Was? Sinus, Cosinus? Trigonometrie? Hä, was? Mathematikprobleme heißt das bei uns. Ja, die hat die Mathematikprobleme oder warum ist sie nicht erreichbar? Hat sie sich verrechnet? Teilweise eventuell ja wirklich, also... Nein, Sinusitis ist eine Erkältung. Cellulitis oder was? Nee, Sinusitis ist eine Erkältung. Also, wow, also... Ja. Nächstes Mal rufe ich den Chef an. Hey Chef, ich nix kommen Arbeit. Ich Sinusitis, diese. Ganz hoch ansteckend. Denkt er sich auch so, okay, was für ein Ding hast du? Tinnitus? Ja, tschüss. Junge, rauch mal weniger. Irgendwie so. Aha, ne? Das geht ja schon. Ja, nee, also... Sag's doch beim Namen, ich hab keinen Bock zu arbeiten, ich melde mich heute krank. Dann sage ich mir, okay, Digga. Ja, ich würde jetzt nicht behaupten. Aber... Warum muss man für jedes Begriff so komplizierte Namen nehmen? Ich sag's mal so, man hat sich im Lateinischen bedient. Oder beziehungsweise das Wort, ich glaube, wird immer fachchinesisch mit Latein, ne? Und dann, ich sag, es ist ja wirklich so, grundsätzlich ist ja mal zuerst irgendwie Latein und Co. Und erst dann kamen die Übersetzungen, ne? Also wahrscheinlich ist es eher klüger, man macht einfach die lateinischen Wörter, dann können sie jeder Sprache gleich sein. Oder besser gesagt, man lernt nur eine Sprache weltweit. Ist zwar total kacke dann für die Vielfalt der Menschen und Co., aber hey, eine Sprache ist ja viel einfacher zu lernen, also... Naja. Okay, und ich spreche gerade ein Toi-Toi an. Warum? Darf man fragen? Er hat Verdauungsbeschwerden. Da wären wir mal wieder bei deinem... Wie heißt das? Diarrhoe. Diarrhoe, da wären wir wieder bei deiner Diarrhoe. Aber dass du das nicht weißt, also... Ey, abgeliefert. Was, kein Oger? Jetzt haben wir noch Schrecki oder was? Oder wie? Gegengift? Hä? Wo kriege ich jetzt Gegengift her? Hä? Oh Mann. Das kann man nicht ändern? Oh mein Gott! Der Nasibor. Was? Der Nasibor. Zeig mir deine Ware. Hast du Gegengift? Zeig mir meine Waren! Nein, die hat kein Gegengift. Ich weiß, wo ich Gegengriff kriege. Ein Gegengriff? Ja, die kriege ich auch teilweise. Oh. Okay. Ein Gegengriff. Ein Degengriff. Das wäre noch eine gute Frage. Spielt man. Toll, man spielt nicht mit Degen, klar. Nein, außerhalb von Fechten, beziehungsweise bei Sport, gibt es Leute, die haben... Ein Degen, also weißt du, zur Selbstverteidigung oder sowas in der Art? Ich glaube nicht, ne? Also. Früher jetzt... hast du so einen im Schweizer Militär gekriegt. Dolch und Degen, irgendwie als Offizier. Ja, irgendwie aber. Wieso war das? Ich weiß nicht mal. Aber irgendwie ist das scheißegal. Zuerst muss ich sicher sein, dass du keinen schlechten Ruf hast. Ruf von 900 erfolgreich. Halt doch dein Maul. Kann ich dich hauen? Nein. Schade. Dann ruf doch 1818 an der Auskunft oder was? Also in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland oder Österreich aussieht mit den Auskunft. Aber wir haben ja Auskünfte. Gibt's das in Mehrzahl? Auskünfte? Auch skurril. Ja, mehrere Auskünfte. Aber dass man das so. Sagt man nicht die Auskunft? Die Auskünfte? Oder kann man mal sagen die Ausköfte? Aber gut, das ist was ganz anderes. Zu essen, oder? Köfte ist was zu essen, glaube ich. Warum habe ich keine Pfeile? Köfte ist doch was. Oh, Holzhammer, Köfte, Kacke. Ja, Köfte ist was Geiles zu essen.
Aber es ist doch aus Türkei, oder? Ja. Irgendwas Türkisches angelehnt, ne? Mhm. Dachte ich nur so. Jagdgebiet, Taube, genau, ich gehe Tauben jagen. Okay. Ich will es gar nicht wissen, was du wieder mit den Tauben vorhast. Ja. Ich brauche Essen. Ich stinke. Taube. Jetzt treffe ich sicherlich wieder auf Gesetzlose, die mich kloppen wollen. Das kann ja auch gut sein. Ah, hier hat's Hirsche, ganz viele Hirsche, aber die rennen weg, wenn die mich sehen. Okay. Aufruf ist alles okay und Stream ist okay. Oh oh, kannst du mal... ich hab wieder ein paar Pöbels gefunden. Oh, wenn du mal die Pöbels weg hast, könntest du eventuell mal im Stream gucken, was für Qualitätseinstellungen bei mir so möglich sind. Bei mir sind es bis zu 4K, 60 FPS, okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich glaube nur 2K, ja, weil ich bin... Warte mal, hier hat es mehrere Gesetzlose. Auf den Kopf, komm. Junge, auf den Kopf! Ich treffe ihn nicht, Mann. Du darfst mir nicht zu nahe kommen, du musst verbluten. Tollkirschen, sind die... Ist das... Sind Tollkirschen? Nee, giftig sind sie nicht, so, oder? So, Dynastie hat sich erhöht. Ja. Boah, die haben Führung. Essen. Die haben Essen, cool, bei mitnehmen. Sich. Mitnehmen. Mitnehmen. Ich tue einfach ein paar Gesetzlose klatschen, dann habe ich die Nahrung für mich wieder. Ja, ist doch super, oder? Was ist jetzt der Holzspeer da? Ja, passt doch. Also Steinpfeil, das sind ein paar Steinpfeile. Warum kann ich jetzt meine Stein... Ich kann meine Steinpfeile nicht mehr nehmen, naja. Kann ich dich auf den Kopf treffen? Passt schon. Boah, das ist ja übelst komische Steuerung. Das ist wie jetzt das, das sieht, dass jetzt zum Beispiel meine Spielaufnahme nicht mehr funktioniert. So. Ich habe alle Gesetzlosen getötet. Bogen, Steinpfeil, Zwiebeln. Warum hat man einen Sack Zwiebeln dabei? Warum? Also man ist ein Plünderer und man hat einfach einen Sack Zwiebeln dabei. Ja, dann wurde Sack Zwiebeln halt geplündert. Also, das wäre irgendwie die logischste Variante, jetzt, die man jetzt vorstellen jetzt könnte, hat ne? Jetzt hat er die Sprache bei mir auf Französisch gestellt. Gar nicht gut, so. Was im Spiel? Wie hast du das hinbekommen? Von Tastatur. Weißt du, wenn ich eine Taste-Kombi eingebe... Warum deaktivierst du das nicht? Warum hast du mehrere Tastaturen? Also... Ich weiß auch. Kann man rausnehmen, löschen, deaktivieren, wie auch immer. Nee. Dann kommt das nicht vor. Ich habe gerade heute mit der IT so ein Ding gehabt. Kommt ja aus Polen. Damit er sein Passwort eingeben kann, musste er zuerst bei mir die polnische Tastatur installieren. Ja, ist ja nicht so schwierig, indem er... Ja, aber er hat sie mir nicht rausgenommen und... Ja, kannst dir denken, was ich dann versucht habe. Eisenspeere, Digga, what? Ich, Birke, ich will die Eisenspeere mitnehmen, so. Ich esse jetzt mal so 5 Äpfel. Oh, jetzt bin ich vergiftet, wow. Wenn man zu viele Äpfel isst, ist man vergiftet. Lustig. Man sieht... Oh, Status, hat jemand was gebrochen? Nö. Stock, Schmuggelware, Kirsche und 84 Münzen. Die Frage ist, wohnt hier jemand wieder drinnen hier? So, also die Gesetzlosen... Oh. Die Gesetzlosen habe ich besiegt. Kann man die Jagdhütte auch upgraden? Oder sind diese Dinge ich dann... Ich würde nicht empfehlen, so Gewinnung und so aktuell zu upgraden, bis ne, ich glaube, die gehen gar nicht, ne? Ich glaube sogar, die gehen gar nicht zum Upgraden. Ah, nee, weil du kannst ja eine Jagdhütte 2 haben, genau. Stufe 2 Jagd. Du, ich muss euch, Miroslava und du werden umquartiert, ne? So.
bekommt ein Upgrade. Miroslava und du kriegen ein Upgrade, ne? Ich? Jo. Aha. Nimmst du mir jetzt meine Frau weg, oder was? Immer. So, hier sind jetzt immer ein Ort der Welt. Nein, hier sind jetzt im schönen Steinhäuschen. Nicht, dass deine Frau dann sagt, oh, ich will nicht mehr wohnen, weil keine Mauer. Ja, das kann gut aus passieren, dass die das sagt. So, Hirsche hat sie ja. Tonbewurf? Okay, ein Tonbewurf beim Fleisch. Und hier ist ein Kalksteinbewurf. Ne, ja, nur Kalksteine. So, dann mache ich hier ein bisschen kaputt, ne? 70 also, rote Beete abliefern, ey. Ich kack doch die Wand an. Okay. Ich, sag ich mal so, ich repariere sie dann nicht. Ich denke, das ist auch besser, weil wenn du die reparieren musst, puh. Kackwand für alle. So, aber was ist jetzt genau das Problem, was ich hier habe? Ah ja, ich wollte ein Gegengift kaufen. Für was brauchst du ein Gegengift? Ja, weil der Typ ist vergiftet und hat deshalb Diarrhoe. Und damit dem seine Diarrhoe aufhört, braucht er. Oh, ich habe das Dach vergessen. Ups, naja. Mach ich es nach dem Umquartier dann wieder. So, also warte mal, es gibt neue Tagesquests. Jahreszeitenquests. Zwiebel! 13 abliefern. Aha. Sauerei, 2 Wildschweine töten. Warum ist es eine Sauerei? Ja, kennst du den Joke nicht? Sauerei. Ach so. Wow. Ich nehme die Quest an mit Wildschweine töten. Das schaffen wir. Jo, jo. Wir haben jetzt ja 7 Tage Zeit, nicht nur. Ja, nicht nur 3. Ja. Es war eine gute Entscheidung von dir, muss ich sagen. Heil, Friend. Zeig mir deine Ware. So low, you don't need to haggle. Hat der gerade Heil gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es. Sonst habe ich mit den Entwicklern ein ernstes Wörtchen zu reden. Ja. Opfensetzling, na, die behalte ich mal. Genau, die wollte ich ja pflanzen, nicht, Dulli. Ein Opfersetzling wäre auch cool. Opfensetzling, nein, für Bier. Ja, ich weiß doch. Oh, stimmt, Bretter, Steine. Käse lass ich mal. Wir sammeln, es gibt noch keine Person, die Steine sammelt, ne? Nur immer so. Doch, Frage. Aber zu wenig. Warte mal, rote. Hat der rote Beete zufälligerweise? Beete. 34 rote Stück. Rote Beete. Zu wenig, Lippo. Oh, ich hab 1100. Einer! Müssen. Ein Steinhammer! Wow! Ey, also. Ja, wir dann brauchen. Eben, wir brauchen mehr Leute und deshalb will ich da mit den Quests ein bisschen vorwärts machen. Da. Zeig mir deine Ware. Hail. Wow, jetzt die sagt alles Hail. Angezeigt. Gegengift 15, so. Ja, Hail, wahrscheinlich wie heilen oder Ale. Ale ist ja auch wieder mal saufen hier, ein Saufgelage. Finde ich aber auch gut. So, ich habe einen Taui wieder mal. Okay, das ist super, wir brauchen es bestimmt. Ja, für Technologie und zwar. Nein, für Steuern. Nein, jetzt gerade nicht steuern. Aber ich würde jetzt zurücklegen, ne? Abtritt. Wir können ein Kackhäuschen bauen. Freischalten. Warum nicht? Dann kackt man halt irgendwo hin. Grabungsschuppen. Das muss ja irgendwie funktionieren. Das funktioniert jetzt wirklich. Also wir können Beleuchtung können wir machen mit Standfackeln. Die kosten eigentlich. Kosten aber ein bisschen was. Jagdhütte. Mhm. Steinspeer, Bogen freischalten, das braucht Leinengarn. Steinpfeile, ja, Steinpfeile wären nicht schlecht, aber Bogen wäre auch nicht schlecht, aber da haben wir Leinengarn, das wir benötigen. Kräuterkunde, da könnten wir dann
Tränke selber brauen, der Vogelscheu, Tierfutter, nein, das brauche ich auch.